Hallo zusammen, willkommen zurück zu Toxity und Outriders. Wir haben hier eben einen ziemlich harten, langdauernden Bosskampf hinter uns. Ich habe zwei neue legendäre Waffen. Jetzt habe ich drei. Sehr geil. Eine habe ich sogar ausgerüstet, weil es eine doppelläufige ist. Ach, du hast sie auch gerade, ne? Dass die mit den kritischen Treffern stellen Munition wieder her. Genau. Sehr cool. Gut, dann gehen wir in das Bergkloster. Nee, wir verlassen das Bergkloster. Zurück zum Lager müssen wir. So. Oh, ey, ich habe meinen Mund immer noch nicht unter Kontrolle, ne? Da kommen immer noch Laute raus, die ich nicht von mir geben will. Das war gestern wirklich. Wo, man? Ich dachte, die alte Kakerlake überlebt alles. Mama sagte immer, er wäre der letzte lebende Outrider auf Enoch. Selbst die Caravel-Katastrophe hat er überlebt damals auf der Erde. Typisch. Warum? Warum er? Was war sein Schutzzauber? Ich hab gedacht, es wäre, weil er sich einen Scheiß kümmerte. Und das beschützt ihn. Ich denke, am Ende kümmert es ihn wohl doch mehr als gedacht. Nun gut. Glaubt man das? Der Räderstuhl des alten Mannes ist doch ganz praktisch. Je weiter wir kommen, desto schlimmer wird's. Wenn jemand umkehren will, dann jetzt. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich finde das Signal. Du wirst einen Fahrer brauchen. Alles klar, aber ich dachte, es wird noch schlimmer. Warum lassen die die Schaufel hier? Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss vieles hier nicht verstehen. Mehr Story. Verdammt, ich bin bereit. Jakob hat mir an meine Vision geglaubt. Die im Garten. Jetzt werden wir ja sehen. Okay, was haben wir denn hier drüben? Was ist das? Interessant. Ich fasse es einfach mal an. Wie ich alles anfasse. Sahidi, ich habe ein paar uralte Reliefs gefunden. Vielleicht sowas wie Hieroglyphen von Augusts Volk. Unglaublich. Kannst du irgendwas erkennen? Nicht gerade mein Spezialgebiet. Vielleicht findest du im Dorf weitere Reliefs. Falls du welche entziffern kannst, erfahren wir womöglich etwas über ihre Geschichte. Okay, ich sehe mich um. Ich sehe mich mal um. Kann man die hier erledigen? Ja. Dann machen wir das doch. Dann porten wir mal darüber. Oder schnell reisen darüber. Keine Ahnung. Na, Porte. Oh, Munitionskiste. Ich gehe mal dran. Ah, jetzt kommen wir auch hier rein. Genau. Da stand ich eben ja schon mal davor. Jakob ist tot, wir gehen erstmal auf Schnitzeljagd. Genau getrauert. Das war schon seit 2 Wochen geplant. Sein Tod erst seit heute. Also bitte. Ja, das kam uns dazwischen. Vor allem das, ich hatte dir jetzt letztes sag ich schon, gestern geschickt, Horizon Zero Dawn. Ist Ja. Complete Collection im Store. Das Coole ist, ich habe es ja hier zwar liegen, aber ich habe das noch nicht installiert. Das heißt, ich habe das jetzt eigentlich immer noch die Aktivierung.
und trotzdem die komplette Kollektion. Ey, warum sterben die nicht? Was ist da los? Ja, mir macht sogar ein einziges Bollwerk hier schon ziemlich Probleme. Das gibt's doch nicht. Ja, ich glaube, das Hauptproblem war sein Schild. Den muss ich jetzt mal runterschießen. Manche nennen es Schild, ich nenne es jämmerlich. Was heißt, komm ich hier Strahlen, die mir ins Gesicht halten? Sind sie gelb? Ja, bisschen gelb, gelblich. Und ein bisschen rötlich ist auch mit drin. Oh, dann sind die nicht gesund. Oh shit, oh. Was ist denn? Meine Fresse, hallo. Ja, mich hat er gekillt. Die rennen alle hin. Die rennen alle zu dir, die rennen einfach an mir vorbei, was soll das? Ich weiß nicht. Die glauben sich, weil ich so klein und schwach bin, könnten sie es mit mir machen. Leute. Das sieht jetzt mehr nach Strange Brigade aus gerade. Obwohl das da hinten sieht immer noch nach Remnant aus. Aber der Marktplatz hier mit den ganzen Untoten oder was auch immer das sein sollen. Ach ja, da warte ich sowieso drauf, dass mal irgendwann die DLCs im Angebot sind. Ja, nö. Einfach nö. Kommt gar nicht. Weder zu Weihnachten noch zu Ostern noch zu irgendwas. Gibt ja, es nicht. Ja, irgendwann wird's kommen. Stellt sich schon mal, aber bis jetzt halt. Naja. Hallo. Naja. Hier sei Pussys. Wieder so ein komischer Werfer, Schießer, Schießwerft. Oh. Ich komm hoch, ein Gegner steht vor mir und reagiert einfach nicht. Sehr gut. Oh, Frostkugel, Mann. Aua. Aua. Kriegsherr der Bess. Ja, Kriegsherr der Bess. Oh ne, der kommt zu mir. Oh shit. Oh, das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Ey, bleib stehen. Ja, wenn ich dich nicht dabei hätte, könnte ich lange nicht auf der Weltstufe spielen wahrscheinlich. Ne, das kannst du kriegen. Ich habe ja echt. Echt, echt viel Zeit verbracht. Richtig viel Zeit. Hey Zahili, hier ist ein außerirdisches Artefakt. Hier ist eine Kiste. Ich fühle, dass es Energie ausstrahlt. Ich frage mich, ob deine Kräfte es beeinflussen können. Ja, halt mal den Pillemann dran. Moment, was ist das hier? Warum leuchtet das? Kann ich es zerstören? Und was passiert, wenn ich dran lecke? Nicht lecken. Du willst deine Ameisensäure lecken. Ja, warum nicht? Das Relikt untersuchen. Komm her, ich brauche noch eine Hand. Soll ich auch helfen? Oh ja. Zwei, lecker. Ich habe dran geleckt. Er hat auch dran geleckt. Ist nichts passiert. Ja, ja, bevor überhaupt irgendwas gesagt wurde. Er hat auch dran geleckt. Da kommt irgendwas scheißgefährliches aus dem Himmel. Ah, bestimmt die Anomalie. Es gab viele Tote, also vielleicht sie. Vielleicht in Höhlen. Aber wie hätte Orlis Volk dann überleben und solche Dörfer bauen können? Keine Ahnung. Das ist ein unglaublicher Fund.
Such weiter. Cool. Nico auf Planeten und lecken Steine ab. Dieses Alien-Dings da scheint nicht mehr zu reagieren. Vielleicht findest du im Dorf noch mehr. Falls du weitere Erscheinungen auslösen kannst, erfahren wir womöglich die ganze Geschichte. Cool. Okay, die 8 Pax heißen die. Gut zu wissen. Naja, die sind aber nicht sehr friedlich. Moment, wir waren jetzt... Ne, wir sind da unten. Oh, die Karte verwirrt mich immer noch manchmal, ne? Das ist alles so gewollt. Warum sind hier auf einmal schon wieder Ladezeiten? Ja, ja. Normalerweise waren die ja nicht mehr. Also ist irgendwas. Die könnten mal wirklich wieder eine Serverwartung gebrauchen. Da hinten rein? Da unten rein? Oh, da gibt's was zum Abbauen. Oh, schon wieder? Das habe ich eben erst abgebaut. Das kann nicht sein. Ich kann es doch gerade abbauen. Noch ein Tor zu öffnen. Ja, vielleicht finden wir da endlich den Mann, der uns erklärt, warum wir Steine lecken. Ja, und vielleicht finden wir auch ein paar Steine zum Ablecken. Oh, jetzt sind wir mehr. Oh, hier waren wir da eben schon. Oder? Das kommt mir nicht bekannt vor. Hier leben Leute, das kann nicht sein. Das stimmt. Boah, ich geh erstmal da hoch, mach hier den Idioten weg. Danke. Warum zum Teufel weiche ich eigentlich ständig von alleine aus? Das ist eine sehr gute Frage. Macht er das, wenn er getroffen wird? Jetscha? Hab ich noch nicht drauf geachtet, ganz ehrlich gesagt. Oh ja, komm, mit einem HP hat er sich jetzt noch ein Schild gegeben oder was? Ziemlich komplett verarschen. Ja, gönnt er sich mal was rumsterben. Einfach mit der groben Kelle. Komplett in die Luft gejagt, den Typen. Ach Gott. Verreck, verreck. Was, Gott, verreck? Hallo, Leute. Autsch. So macht man das hier, denn aus Maulhautanistan. Moment, wir sind nicht mehr in Texas? Nein. Achso, kann natürlich sein, dass dich ein Scharfschütze getroffen hat, wenn du einfach so zurückfliegst. Nee, ich habe richtig eine Ausweichrolle gemacht. Eben beim Boss auch schon. Ohne dass ich die Ausweichen gedrückt habe. Das ist schlecht. Ja, eigentlich war es sogar gut, aber. Ich weiß halt nicht, warum er das einfach von selbst macht. Ach, kommt. Einfach sterben. Das ist ganz einfach. Oh, mir ist kalt. So, ich könnte ja auch erst mit dir da helfen bei dem Typen. Oh, mir ist schon wieder kalt. Hallo. So, ohne Blut im Körper. Oh Gott, hier hänge ich auch so unfassbar lange. Neue Auszeichnungsstufe, ja, ich bin stark. Hui, spür meine Kugeln. Im Popo. Ach so, wollen Sie nicht einfach sterben? Ja, dann ganz schön dicke Kanone und ziemlich viel Leben. Das gefällt mir nicht. Ja. Das war doch ganz schön dick, aua. Normalerweise.
Da hau ich erstmal mein Aura raus hier. Zack. Das noch. Das noch. Das war alles rausgehauen. Bom, 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 bom. Ja, aber wieder so ein Zwischenboss. Die sind aber auch... Anfangs hätte ich noch gesagt, die sind härter als die... Warte mal, ich glaube, hier war eine Kiste. Ja, ich schau mal hier auf der Seite. Hinter dem Gebäude ist ein Loch. Da kann man reingehen. Oh. Oh, war das eben auch? Bei dem anderen Teil? Ne, da konnte mich rumgehen, oder? Oh, hier oben dürfen wir wieder was lecken. Ja! Lecken Sie Stein! Sie konnten sie wohl ein Stück weit kontrollieren und sich davor schützen. Wie? Vielleicht durch die Obelisken? Wie im Wald? Das hier zeigt wohl eine Gruppe, die zusammenarbeitet. Es war bestimmt nicht einfach. Vielleicht ist August im Wald bei dem Versuch zusammengebrochen, uns ganz allein vor dem Sturm zu schützen. Such nach weiteren Reliefs. Noch ein Relief. Ja, du verstehst. Ah, da hinten waren wir auch noch gar nicht drin, in dem Gebiet. Ups. Das wäre, glaube ich, wenn ich einen Recut von das fünfte Element machen könnte, das, was ich ändern würde. Bei dem Wasserstein müssten sie dran lecken. Ja, das wäre super lustig. Ich würde den Film auch nochmal neu drehen, aber da müssen alle Charaktere auf Koks sein. Sind die Hälfte von sieht so aus, als wäre die ja schon. Ja, das meinte ich ja, das ist ja gerade das Geile, dann sind die noch aufgedrehter. Multipass, Multipass, Multipass. Laden. Ja, laden. Ja, da wird ein Kompass abgebildet, aber ich habe keinen Kompass dabei, ey. Wenn es so weitergeht, muss ich irgendwelchen Außerirdischen irgendwas in den Po schieben, wenn die sowas besitzen. Ich rufe doch mal auf den Planeten an und beschwere mich. Telefonzentrale, verbinden Sie mich mit Enoch. Enoch, 15, das sind einfach so Flapperwesen. Sie haben eine Pizza bestellt. Mit Flabbelops drauf? Flobbylops und Knirknirs. Ohne nehme ich keine mehr. Ja, keine Knirknirs, keine Pizza. Story. Überhaupt nicht gruselig hier. Ja, da würde ich mir keine Sorgen machen. Es wird dich bestimmt kein außerirdischer Poltergeist anspringen und auffressen. Aha, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Danke auch. Das erinnert mich aber auch komplett an Destiny hier, dieses ganze Aufbau. Das ganze Design. Knörkler. Nein, nicht die Knörkler-Pizzas. So was hatte Destiny nicht. So gut war das Spiel dann doch nicht. Ja, rennt alle wie Lemminge, meine Patronen. Ich hier raus Pfeffer. Na, komm wieder, weil ich fang sie, Beste KI. Ist immer so geil, wenn ich auf einen Gegner schieße und du schießt drauf, dann sieht das so aus, als würde ich voll viel Schaden machen. Ja, mächtig. Dann spiele ich nicht mit, dann spielst du alleine und denkst, du kannst auch voll randalieren, rennst rein, jetzt sind tot. Ja, so ungefähr war das. Als ich dann mal eine Quest alleine nochmal nachmachen wollte. Außer bei dem, wo wir halt dann gestoppt wurden wegen Bluescreen. Da hat es ziemlich gut funktioniert. Also die Quest hätte ich komplett alleine machen können. Easy, ohne auch nur Gefahr zu haben, zu sterben. Aber dann habe ich halt das nächste probiert und da war es, ja, habe ich die normalen Gegner schon zerschossen. Total durch.
Ah, wieder ein Stein. Ich fasse ihn mal an. Ich komme zu. Diesmal reicht eine Hand. Hallo, Leute. Oh, was war das? Ist nicht gerade einer an dir vorbeigelaufen? Oder hast du den gekillt? Da läuft ständig irgendwas an mir vorbei oder klitscht. So, bei dem Bosskampf eben ganz übel. Wenn man jetzt hier hochklettern könnte, wäre das ziemlich gut. Könnte. Wo denke ich hin? Das Gegner nicht einfach aufgeben, wenn die wissen, dass sie keine Chance haben. Ja. Nö, wir müssen ihr komplettes Volk ausrotten. Anders wird das nichts. Ghost of Tsushima geht das. Also wenn du dann gegen Gegner kämpfst und die dann merken, oh, der ist mir ein bisschen zu stark, dann flüchten die. Das ist cool. Ja, das ist eher vernünftig. Ist generell cool. Oh no, 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 no. Was ist hier los? Ich bin nicht mal aus der Deckung rausgekommen. Ey, ich will die da hinten töten. Geh mal zur Seite, ich will erst deine Leute da hinten töten. Ja, erst die Mobs, dann der Große. Oh, das war's schon. Wie bist du da hochgekommen? Wo ist hier die Treppe? Nee, andere Seite. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Ja, 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 ja. Andere Seite, andere Seite. Jetzt ist Alex. Links, 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 links. Hier ist auch eine Kiste. Ja, hier ist auch eine Kiste. Oh, was Blaues. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hier, Pizza Service. Pizza Service. Das ist die Klingel hier. Ja. Pietro Pizza. Bitte stellen Sie sich Pizza vor den. Für Pedro. Bitte stellen Sie sich vor den Geschlechtsscanner. Oh, er schlägt in beide Richtungen aus. Und jetzt ist er kaputt. Das ist nicht Pedro. Kleiner Spoiler, der ist ganz heftig. Es wird auch die ganze Zeit nur heftiger. Solange erstmal die ganzen Jäger-Scheiß. Penner-Typen weg sind, ist das kein Problem mehr. Ja. Ich renne erstmal da hoch und mach mal die Kleinen kaputt. Dass mich irgendwelche Jäger wieder. Oh, wenn ich nicht sterbe. Hilfe, was war das denn? Ich bin einfach draufgegangen. Obwohl ich keinen Dot mehr hatte. Ja, 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 ja. Das geht hier super schnell. Oh, Kacke! Netter hochziehen! Oh, meine Fresse. So, hier oben sind nämlich Jäger. Die mach ich erstmal weg. Das Problem ist, ich komme nicht mal nach vorne. Ja, bleib hinten. So, die sind weg. Sehr schön. What the fuck, der kann um die Ecke zaubern. Ja. Ah, er ist bei mir. Gut. Das trifft sich gut. Schuss, ihr Trottel. Er trifft mich gut. So, ich komme runter. Oh, oh, meine Fresse. Weg mit die Schilde. Macht ordentlich Schaden, der Typ. Ja, der hat auch einen gewaltigen Schaden. Ich bin cool, ich bin krumm wie Iron Man. Nennt mich Iron Trottel. Na,
da, ich schieße ihm einfach in den Rücken. Ich bin so klug. Oh, er kann auch nach hinten zaubern. Er ist verdammt klug. Boah, hält der viel aus, ey. Ja. Aber an dem hänge ich auch 20 Minuten. Alter. Ach, du siehst halt auch nicht, wenn er zaubert und du zielst. Verdammte Kacke. Ja, das ist ja generell das Problem. Cool, wir haben schon fast einen Balken. Oh shit. Ich muss da eigentlich mal eine andere Fähigkeit ausrüsten. Verfickte Kacke. Mehr Schaden, ihr Bitches. Ich muss weg. Ich hab gerade ziemlich heftig was aufs Maul bekommen. Und du auch. Bist da. Na toll. Ja, ich war so, so blöd und bin gerade ins Menü rein. Das war äußerst dumm. Naja, habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich ja gegen ihn versucht zu kämpfen, um ihn abzulenken, aber der zaubert halt in alle Richtungen irgendwie. Gleichzeitig. Ja. Wände sind für ihn kein Hindernis. Na egal, wurde mir auch so. Oh shit, oh shit, oh shit. Wieder sein Wandzauber. Ach Gott, ey, das ist so dumm. Okay, wenn ich nah genug an ihn rangehe, kann ich ihn zumindest kurz ablenken von dir. Ja, das... Ach Gott, ey, das müssen die echt ändern. Das nervt. Oh, fuck, bin ich weggeflogen. Ich bin gleich down. Vor allen Dingen zieht er auf dich und dann fliegen in meine Richtung die Sachen. Hinter mir, oh Gott. Boah. Das war schon leicht homoerotisch. Na gut, ich bin down. Oder? Schaff ich's? Oh, gerade so, ey. Wenn du beim Blitzschlag einmal falsch ausweichst oder nicht mitbekommst, dass der gezaubert wird, bist halt so gut wie tot. Ausweichen ist hier manchmal echt nur Glückssache. Ja. Naja, gut. Gut, dass ich beim Zielen rückwärts gelaufen bin. Dadurch siehst du dann den Kreis, wenn er unter dir erscheint. Ja. Oh, so ein Trottel, ey. Ja, schade. Mit meinen Geschützen würde ich viel mehr Schaden machen. Nein, shit. Oh, fuck. Shit, fuck. Shit, fuck, check, check, check. Eine neue Sprache entwickelt. Ja. Ich nenne sie Bosskampfsprache. Bitch Bosskampfsprache. Nein, auch schon wieder erwischt. Ja, das nervt. So. Vor allem mein Schaden ist halt eigentlich nicht mal schlecht für meine Ausrüstung, aber durch die Weltstufe mache ich. Denk an den Loot. Damit ich besiegen kann, diese Leute. Meine Fresse. Kettenblitz schon wieder, super. Achso, nee, das ist was anderes. Das hieß ja Blitzschlag, das andere Ding. Das da, genau, das meine ich. Nein, ah, shit, ich hänge in der Ecke.
Ah, fuck. Ja. Ach, Gott. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Ich konnte mich. Ich bin ja erst zum ersten Mal richtig tot gewesen. Alter! Was mich auch nervt, ist, manchmal fängt er einfach nicht an zu sprinten. Ja. Einfaches Rauslaufen würde super helfen, aber du schaffst es einfach nicht, loszusprinten. Oh, ich habe mal seinen eigenen Blitz auf ihn gelenkt. Das wäre cool. In manchen Spielen geht das ja. Jetzt aber Schluss. Ja, Alter. Durch sein Schild gedemütigt. Boah, das ist echt der Tag der harten Kämpfe, ne? Ja. Und der harten Würste. Ja, harte Wurst. Nicht Würste, sondern Wurst. Ich hab noch eins gefunden, Sahib. Beschreib es mir mal. Ja, Moment, ich beschreibe es dir gleich. Erstmal muss Plündermann noch plündern. Er hat geplündert. Gut, dann lecke ich mal. Ja, danke. Sieht wie eine Zeit ohne Anomaliestürme aus, als es den Packs gut ging, als es auf Enoch ein Gleichgewicht gab. Haben Sie es geschafft, die Anomalie zu stoppen? Oder zeigt das die Zeit vor dem Sturm? Aber Sie konnten die Anomalie nur kurzzeitig in Schach halten, bis diese alle Packs ausgelöscht hat. Wie sie uns auslöschen wird, wenn wir scheitern. Und über unser Schicksal wird niemand lesen. Mission abgeschlossen. Hüter von Enoch. Jetzt ist wieder Überlebenskampf angesagt. Gibt es noch eine Belohnung, oder? Egal, das finden wir in der nächsten Folge aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.